Hallo, liebe Leute, hier ist euer Herr Schlendrian. Warum sage ich Schlendrian? Weil so langsam bei mir der Schlendrian einkehrt in dieses Spiel. Es ist wirklich so, gestern kam ich leider nicht mehr dazu, die Tageschallenge zu machen und auch nicht dazu, das freie Workout zu machen. Aber zu meiner Verteidigung, ihr kriegt es im Wetterbericht immer wieder mit, es war halt wirklich auch heiß. Auch heute ist es wieder sehr, sehr warm hier im Süden Deutschlands, aber wenigstens mache ich das Notwendigste, okay? Aber ich brauche mich dann ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn ich mit den Punkten nicht hochkomme. Ich bin ja selber schuld, aber dafür habe ich jetzt extrem gut gefrühstückt, also wirklich heute mal extrem gut gefrühstückt, sodass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt wirklich ranklotzen. Vielleicht schaffen wir es auch, die Tageschallenge in dieses Video reinzupacken, je nachdem, wie fit ich mich fühle. Und natürlich habe ich selbstverständlich auch wieder die Trends für euch zurechtgelegt, über die wir gleich nochmal sprechen können, während wir hier Fitness machen. Da ist Platz Nummer 7, haben wir gestern erst besprochen, und Platz Nummer 6 ist Training in der Gruppe. Und ich fand es übrigens auch ganz, ganz toll, da kann ich eigentlich auch ganz kurz mal drüber sprechen, was ihr so geschrieben habt zum Thema. Es wurden teilweise eben zum Thema Personal Trainer zum Beispiel, stand ein Kommentar. Oh, ich muss die Brücke machen. Ich rede gleich nochmal über das Thema Personal Trainer. Passt ja eigentlich auch zum Thema in der Gruppe, ne? Bist du bereit? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 und 2. Folge meinem Rhythmus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Und 2. Nur noch einer? Okay, das war total dämlich. Das Problem ist, weil ich die Trend-Dinger hier drin aufgemacht habe, konnte ich jetzt nicht sehen, welche Bewegungsschnelligkeit er hat. Ich konnte seine Bewegungen nicht nachmachen, weil ich es nicht gesehen habe. Aber ich habe es wirklich gemacht. Großartig. Ich habe es nur nicht richtig gemacht, also nicht so wie er. Ja, Entschuldigung. Aber wir reden jetzt mal darüber. Ihr habt über das Thema Personal Trainer geredet. Beziehungsweise wir haben über das Thema Personal Trainer geredet und unter anderem stand also eben in den Kommentaren, dass jemand bereits schon mal Erfahrung mit Personal Trainer gemacht hat und dass es gar nicht so gut war, weil man halt sich ein bisschen genötigt gefühlt hat, einfach in dem Tempo zu machen, wie es der Personal Trainer vorhersagt. Und das hatte ich ja auch schon befürchtet, dass viele Leute das als Hemmung sehen. Aber fairerweise muss man dazu sagen, viele Leute möchten gerne abnehmen mit gewissen Fitnessübungen, machen aber einen sehr, sehr essentiellen wichtigen Fehler. Und zwar zu viele Pausen. Eine? Das hört sich jetzt blöd an, aber es ist wirklich so. Nächste Übung. Der momentane Trend liegt dahingehend, dass ihr sehr, sehr, sehr also angestrengt dann? Übungen macht. Also ihr macht zum Beispiel Übungen, die euch richtig auspowern. Also richtig, keine Ahnung, wo ihr Hardcore-Spinning macht oder wo ihr richtig Hardcore-Muskel, also hier, was weiß ich, Hanteltraining oder so. Fitness zu prüfen ist irgendwie wichtig, Gewicht heben, bessere Ergebnisse ihr wisst, was ich meine. Und das ist einer der neuesten Trends, dass man halt eben seinen Körper aufs Äußerste belastet, auf eine kurze Frist hingesehen. Und da musst du allerdings auch dranbleiben. Gleich geschafft. Es bringt da nichts, wenn ihr wirklich eine Übung macht, wo ihr euch irgendwie, keine Ahnung, eine Hantel nehmt und auf beiden Armen oder sowas, beide Arme 15 Mal hoch und runter macht oder so. Und dann macht ihr erstmal 5 Minuten Pause. Das bringt nichts. Ihr müsst tatsächlich dranbleiben, weil bei dieser Übung, bei dieser Art von Training ist es ungemein wichtig, dass der Körper in den Modus des Verbrennungseffekts kommt. Geschafft. Er muss Energie verbrennen. Nur und das eine? Kann er nur, indem ihr wirklich kontinuierlich für eine gewisse Zeit starke Übungen macht. Ihr versteht, was ich meine, oder? 1, 2, 1, 2, 1 und 2. Sehr gut, weiter so. Fast geschafft, das ist die letzte. So, oh. Jetzt kommt noch der Ellbogenplank. Wie war der nochmal? Haben wir den schon mal gemacht? Ellbogenplank? Ah ne, das ist der ganz normale Plank, oder? Ja, ja, eben, das ist der ganz normale. Den wir auch so machen, oder? Es geht los. Genau. Der Rücken ist gerade, die Pobacken sind leicht angespannt.
Fast geschafft. Okay, es geht weiter. Da. Und Plank Burpee. Oh nein. Oh nein, die Hassaufgabe kommt auch noch. Oh Gott. Ja, ich bin schon bereit. Eins, zwei, eins, zwei, eins und zwei. Lass es uns noch etwas steigern. Fast geschafft. Letzte Wiederholung. Oh Gott. Gut gemacht. Zeit okay. Für ein Päuschen. Hilfe. Trink ein bisschen Wasser. Hilfe. Huh. Meine Matte ist total verrutscht. Huh. Durchatmen. Oh, damit ich auch drauf zu sprechen komme, was ich eigentlich gerade angefangen habe zu sprechen. Bei dieser Art von Übungen, wo ihr euren Körper aufs Äußerste strapaziert, um somit die Fettverbrennung schnellstmöglich anzukurbeln, ist es ungemein wichtig, den Körper auf dem Modus des Verbrennens zu lassen. Bedeutet, wenn ihr zu viele Pausen macht, regeneriert sich der Körper wieder, ruht sich wieder auf, fährt wieder in einen Ruhemodus und dann müsst ihr quasi ganz von vorne anfangen. Das heißt, wenn ein Trainer hingeht und euch sagt, jetzt bleib an der Übung dran, mach zack, zack, komm, zack, das schaffst du noch, dann hat das meistens den Sinn, dass er erstens rausfinden möchte, was ihr könnt, was ihr schafft. Gut. Und andererseits, um euch halt wirklich auch das bestmögliche Training zu geben, ne? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins und zwei. Sehr schön. Gut, weiter so. Ein bisschen noch. Ja! Nur noch eine? Tolle Energie! Oh, ich sehe den nicht richtig. Ich kann den leider nur so im Augenwinkel sehen, weil ich halt auf dem Boden liege. Ich muss mal vielleicht andersrum liegen. Nächste Übung. Dann wird es wahrscheinlich gehen, wenn ich andersrum liege. Aber kommen wir jetzt zum Platz 6, den ich hier angesprochen habe. Also, Training in der Gruppe. Würde das euch vielleicht zusagen? Tatsächlich kann man sich ja so ein kleines bisschen auch pushen, wenn man so Leute hat, mit denen man mitleiden kann, sag ich jetzt mal so. Oder die mit einem selbst mitleiden. Dann kann man sich so ein kleines bisschen auch hochziehen, oder? Wenn alle die gleiche Situation haben, alle müssen ein bisschen abnehmen, alle haben ungefähr den gleichen Umfang oder haben das alle das gleiche Ziel, alle die gleiche Fitness, dann ist man zumindest nicht mehr so ganz alleine. Gerade da ist der innere Schweinehund natürlich auch wieder sehr schön. Deutlich geringer, weil man sich halt einfach treffen kann. Dann trinkt man danach noch einen Kaffee zusammen oder so. Vielleicht nicht unbedingt gerade ein fettes Stück Kuchen nach dem Fitness. Genau. Dann hast du vielleicht das Gegenteilige bewirkt. Aber eben, fast da gibt es halt die Möglichkeit, sich danach halt noch zusammenzusetzen und zu quatschen oder so. Nur noch eine? Also ich glaube, dass das vielleicht das ein Trend ist, den ich wirklich gut nachvollziehen kann. Ich persönlich habe aber gemerkt, also ich trainiere am effektivsten, wenn ich alleine bin. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will mich nicht hetzen lassen oder irgendwie, keine Ahnung, oder zu langsam werden lassen. Es kann ja auch sein, dass irgendjemand dich runterzieht. Ihr fangt zum Beispiel alle gleich an, aber der eine ist halt schneller als der andere. Im Sinne von Fortschritten. Dann kann der eine schon mehr als der andere und man soll sich ja kontinuierlich steigern. Weiter so. Und dann ist es natürlich ein bisschen semi-optimal, dass euch dann halt wieder jemand bremst. Und ich habe gemerkt, geschafft. Ich kann es am besten, wenn ich ganz alleine bin. Letzte ganz alleine mein Workout mache. Gut, dann kann ich das am besten, so. Das habe ich gemerkt. Fühlt sich gut an, was? Weiter aber ich geht's. Kann, wie gesagt, voll und ganz nachvollziehen, dass manche Leute das tatsächlich... Los! Das tatsächlich als Motivation sehen, wenn sie mit anderen zusammen die Übungen machen. Kann ich nachvollziehen. Lass es uns noch etwas steigern. Wieso sagt ihr immer die ganze Zeit was steigern? Das ist doch die gleiche Sache hier. Eine? Laber doch nicht einen Scheiß. Der labert immer Müll. Lass uns steigern. Von wegen, das ist doch gar nicht gesteigert. Trottel. Eins, zwei, eins. Zwei, eins. Und zwei. Tolle Energie. Ja.
Fast geschafft. Letzte Wiederholung. So. Ich weiß nicht, ob ich die Tageschallenge heute machen kann, weil wir jetzt schon Ellbogenplanks drin haben von 60 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so motivierend ist für mich, nochmal zu machen. Also dann. Ja! Lass es uns noch etwas steigern. Gleich geschafft. Okay, es geht weiter. Na, aber der schon wieder vom Steigern. Der ist echt, also... Der ist echt ein komischer Kauz. Ich sag's. Ich sag's, wie es ist, der ist ein komischer Kauz. Eins, zwei, eins, zwei, eins und zwei. Gut, weiter so. Gleich geschafft. Nur noch eine. Hey. Großartig. Lass uns eine kurze Pause machen. Oh Gott. Es ist immer die Plank. Es sind immer die Plank Burpees, die mich fertig machen. Ich sag's, wie es ist. Die machen mich fertig. So, nächster Trendpunkt, falls ich zu Atem komme. Platz Nummer 5, Krafttraining. Und Krafttraining, gut, den Trend gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Ich habe es tatsächlich auch mal mit Krafttraining probiert. Dabei habe ich aber gemerkt, dass mir das nichts bringt. Ich glaube, Krafttraining ist für die Leute, die halt wirklich, keine Ahnung, du bereitest dich auf etwas vor, beispielsweise auf ein Radsportrennen oder auf Schwimmen oder sonst was, dann musst du gewisse Muskelpartien natürlich ziemlich stark trainieren. Und dann reicht es nicht einfach nur, diese Sportart zu machen, sondern durch Krafttraining kannst du dann deinen Muskel vielleicht noch ein bisschen verbessern. Und das nächste. Oder du bist halt wirklich darauf ausgelegt, halt eben deine Muskeln zu pumpen, damit es schön aussieht. Aber das bin ich nicht. Ich mache kaum Sport. Oh, ich wollte mich anders umsetzen, ne? Eins, zwei, eins, zwei, eins und zwei. Super. Großartig. Sehr schön. Genau. Fast geschafft. Letzte Wiederholung. So, jetzt habe ich ein bisschen besser gesehen. Zwar nicht viel besser, aber ein bisschen besser. Ja, also Krafttraining, habe ich gemerkt, ist für mich persönlich, ich kann damit nichts anfangen. Es geht los. Also, ach Mann, ich mache immer das falsche Bein zuerst. Ich sollte mal lesen lernen. Also ich kann mit Krafttraining nichts anfangen. Jedem, der das kann, viel Vergnügen damit. Aber ich habe auch nicht die Motivation dazu. Gerade bei Krafttraining hast du es ja auch sehr viel mit Muskelkater zu tun. Nur noch eine? Dann hast du halt wirklich so Phasen, wo du deinen Muskel so überanspruchst, dass halt eben Muskelkater, glaube ich, ich habe sogar mal gehört, Muskelkater muss man zwischenzeitlich wieder haben. Sonst funktioniert das Ganze mit dem Muskelaufbau nicht richtig. Ich sag nicht, dass du den Hardcore-Muskelkater haben musst. Wenn es zu hart ist, dann hast du es definitiv übertrieben. Aber ich glaube, so kleine bisschen Muskelfaserrisse musst du, glaube ich, immer mal wieder haben, um wirklich festzustellen, dass es auch wirklich funktioniert. Es sei denn, du bist wirklich ziemlich ein stark im Training noch? Oder sowas und dann spürst du das vielleicht nicht mehr oder so. Ach, keine Ahnung, ich habe es nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber auf jeden Fall, nächste Übung. Dann ist man eingeschränkt im Alltag. Das habe ich auch schon gemerkt mit Krafttraining. Es geht los. Dann hast du wirklich mal wieder Muskelkater. Und dann muss ich meinen Sohn mal wieder hochheben. Irgendwelche Sachen tragen oder sowas. Und dann ist man wieder eingeschränkt. Und das nervt mich ein bisschen. Und natürlich könnte man das jetzt wieder als Ausrede sehen, dass man sagt, das ist ja nur eine Ausrede, damit deine du nicht Fitness zu prüfen keinen Sport wichtig, machen musst. Die typischen Ausreden, die man halt immer hat. Und aber dafür mache ich ja anderes Fitness. Das, was mir mehr zusagt. Und ich sage halt ganz klar, Krafttraining ist nicht so mein Ding. Und es gibt auch keine Muskelpartien, bei denen ich sagen würde, die muss noch? Ich auf jeden Fall trainieren. Damit ich mich wieder ein bisschen wohler fühle. Und damit halt mein Ziel erreicht wird oder sowas. Gibt's eigentlich nicht. Also dann. So. Tolle Energie. Noch ein bisschen hüpfen. Sehr gut. Ein bisschen noch.
Wir sind in den letzten Zügen, Leute. Hui. Und ich merke es schon. Also ich finde es echt ein bisschen schade, dass die Ellenbogen-Planks hier drinnen vorkommen. Weil ich merke schon, wie sie mich und jetzt halt schon wieder anstrengen, weißt du? Eins, zwei, eins, zwei, eins und zwei. Ein bisschen noch? Nur noch eine? Ich habe noch einen extra gemacht. Da kriege ich noch Bonuspunkte. Gut, wir haben die 3000 erreicht. Das ist ja schon mal was, oder? Wenigstens 3000 Punkte. Das ist mal sein Tagesziel. Los! Lass es uns noch etwas steigern. Fast geschafft. Okay, es geht weiter. Es wäre lustig, wenn da wirklich eine Steigerung drin wäre. Wenn er das sagt oder sowas, dass da doch einmal irgendwie der Boden hochgeht. Und man wirklich gesteigert wird. Eins, zwei, eins, zwei, eins und zwei. Tolle Energie. Super. Gut, weiter so. Ein bisschen noch. Letzte Wiederholung. Woo! Alter, jetzt erstmal wieder zur Luft kommen. Das war ein und trink nicht, weil es da unten steht, aber es ist so weit weg. Oh Gott. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alter, Alter, Alter. Hui. Oh Gott. Oh, hu, hu, hu. Die Plank Burpees. Tageschallenge. 100 Plank Burpees hintereinander machen. Alter. Das wird heftig. Die gibt's bestimmt auch, oder? Die gibt's bestimmt auch. Oh. Oh, puh. Heieieiei. Ich weiß, ich lasse es schleifen, aber ich merke trotzdem einen Unterschied. Mein Bauch ist flacher geworden. Meine Fitness hat sich auch verbessert. Ich fühle mich vom Rücken her vor allen Dingen nicht ganz so eingeschränkt. Also es gibt halt auch so Phasen, wo ich normalerweise beim Schlafen oder irgendwie sowas merke. Wenn ich morgens aufstehe, dass ich so richtig Rückenschmerzen habe, weil ich falsch gelegen bin, habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr, seit ich wieder Fitness mache. Ist also, ein gewisses Ziel ist auf jeden Fall da. Und ich schäme mich. Was? Nein, ich habe Platz 19 erreicht. Trotz gestrigem Fail, trotz gestrigem Faulsein, faul in Anführungszeichen, habe ich tatsächlich Platz 19 erreicht. Gestern war ich noch auf 20. Bravo, ich applaudiere mir selber. Ich bin stolz auf mich, wirklich. Ja, und den Topspielern... Der Gel hat tatsächlich immer noch Platz 4. Mensch, Jenny, da musste ran. Es kann sein, dass Jenny gerade keine Zeit oder keine Möglichkeit hat. Vielleicht auch eine Pause oder sowas wegen Zerrungen oder sonst irgendwas. Durchaus alles möglich und auch alles legitim. Aber ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben. Jenny, du bekommst große Konkurrenz. Vor allen Dingen, Juan Ma ist auch schon auf dem Anmarsch. Also ist auch schon fast oben. Und ich schwitze schon wieder. Ey. Ihr seht's. Also ich streng mich wirklich an. So, in der Freundesliste wird sich nichts geändert haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. Doch, 8er. Stimmt. Doch, ich war immer 8er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, ich war immer 8er. Entschuldigung. Total verpeilt. Aber ich bin auf großem, ich folge euch auf große Fuße. Ich gebe nicht auf, auch wenn mal ein bisschen Schlendrian reinkommt. Ich bin ja Herr Schlendrian. Ja, und wie sieht's mit dem Rest aus? Ihr seid auch ganz gut dabei. Einige schon über 100.000, finde ich extrem geil von euch. Und so sieht die Sachlage aktuell aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Fitness-Session. Ihr dürft parallel gerne mitmachen oder einfach euch motivieren, dadurch, dass ich es mache. Und ja, genau. Denkt an die Bewertung bitte und bis zum nächsten Mal bei Let's Get Fit. Und ich muss was trinken. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich trinken, wollte ich sagen. Ja, bis dann. Tschüss.